Alle zusammen, wir häkeln heute mit euch ein schönes Muster. So schaut das Muster aus. Das ist praktisch jetzt die Linie, die ich gehäkelt habe. So häkelt man von unten nach oben. In so einem schönen Verlauf praktisch. Das Muster passt bestimmt sehr gut für Kleider, für Tunika. Man kann auch Röcke bestimmt damit häkeln. So, ich wünsche euch viel Spaß und wir starten einfach mit dem Häkeln. Wir schlagen die Luftmaschen an. Die Maschenanzahl soll teilbar durch 3 sein plus eine Masche. Also ich schlage jetzt 24 plus eine 25 Luftmaschen an. So, in die vierte Luftmasche steche ich ein und häkle das erste Stäbchen. Also Umschlag, in die vierte einstechen, Faden holen, ein Stäbchen häkeln. Jetzt in die nächste Masche einstechen, das nächste Stäbchen häkeln. Und so häkeln wir in jede Luftmasche jeweils ein Stäbchen. Dann häkeln wir weitere Stäbchen. So, die nächste Reihe beginne ich mit 4 Luftmaschen. Wende das Ganze. Jetzt häkle ich, da ist die erste Masche, die zweite, die dritte Masche, da steche ich ein und häkle das erste Stäbchen. So, eine Luftmasche. Eine Masche überspringe ich und häkle ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche überspringen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, so häkeln wir dann weiter, ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine überspringen, ein Stäbchen, eine Luftmasche. So häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier habe ich das letzte Stäbchen gehäkelt. Jetzt häkle ich eine Luftmasche. Und hier zwischen den beiden Maschen stiche ich ein. Also ich habe hier das Stäbchen und hier stiche ich ein und häkle das letzte Stäbchen. So, und die nächsten 2 Reihen wiederholen wir das Muster, das Lochmuster. Ich beginne mit 4 Luftmaschen, wende das Ganze, jetzt häkle ich hier in das Stäbchen, jeweils ein Stäbchen, eine Luftmasche, in das Stäbchen ein Stäbchen, eine Luftmasche und so weiter, in das Stäbchen ein Stäbchen. So häkeln wir dann, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier habe ich das Stäbchen gehäkelt, eine Luftmasche. Und hier in den praktischen Bogen steche ich ein und häkle nochmal ein Stäbchen. Und die nächste Reihe beginne ich wieder mit 4 Luftmaschen. Das Ganze wenden und wir wiederholen die Reihe, in das Stäbchen ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter. Also die Reihe wiederholen wir nochmal, das Lochmuster. Jetzt bin ich am Ende der Reihe, häkle eine Luftmasche und hier in den letzten Bogen häkle ich nochmal ein Stäbchen. Die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen.
Wende das Ganze. Jetzt häkeln wir die Stäbchenreihe. Also in jede Masche häkle ich jeweils ein Stäbchen hier. Zwischen den Stäbchen steche ich ein, häkle ein Stäbchen. Dann in das Stäbchen ein Stäbchen. Zwischen den Stäbchen und in das Stäbchen ein Stäbchen. Zwischen den Stäbchen und in das Stäbchen auch ein Stäbchen. Also wir häkeln jetzt in jede Masche jeweils ein Stäbchen. Also zwischen den Stäbchen, in das Stäbchen, zwischen und in das Stäbchen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier habe ich in das Stäbchen ein Stäbchen gehäkelt und jetzt häkle ich hier in diesen Bogen zwei Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Jetzt wiederholen wir das Lochmuster. Ich beginne mit 4 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle jetzt 1, 2 in die dritte Masche, das erste Stäbchen. Eine Luftmasche. Eine Masche überspringe ich, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, eine überspringen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter. Und das Lochmuster wiederholen wir wieder, eine Reihe. Jetzt bin ich am Ende der Reihe. Eine Luftmasche. Ein Stäbchen habe ich hier und hier zwischen steche ich ein und häkle ein Stäbchen. So, jetzt wiederholen wir das Stäbchen, die Stäbchenreihe. Also 3 Luftmaschen. Einmal das Ganze wenden und jetzt in jede Masche häkle ich jeweils ein Stäbchen. So, in das Stäbchen ein Stäbchen. In die Luftmasche auch ein Stäbchen. Und so häkeln wir dann weiter. Diese Reihe, also das ist dann die Stäbchenreihe. Am Ende der Reihe, hier in den Bogen, in den letzten, häkle ich 2 Stäbchen. So schaut das bis jetzt aus. So, jetzt häkeln wir feste Maschen, eine Luftmasche, ich wende das Ganze und häkle hier, also wir haben hier die Luftmasche und hier häkle ich die feste Masche. Hier steche ich ein und häkle die erste feste Masche. Und dann weitere feste Maschen, also in jede Masche häkle ich jeweils eine feste Masche. So schaut's aus und dann häkeln wir weitere feste Maschen. So, hier habe ich eine feste Masche gehäkelt und hier zwischen stiche ich nochmal ein und häkle noch eine feste Masche. So, die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen. Wende das Ganze. Jetzt häkle ich hier in die zweite Masche. Also nicht da, sondern hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Jetzt 5 Luftmaschen. Eine Masche überspringe ich, dann steche ich hier ein. Also ich habe Umschlag gemacht, hier ein Stäbchen, Faden holen,
die ersten zwei Schlingen durch. Jetzt nochmal einen Umschlag in die nächste Masche einstechen, Faden holen, die ersten zwei Schlingen durch. Noch einen Umschlag, einstechen, Faden holen, die ersten zwei Schlingen durch. Jetzt habe ich vier Schlingen, alle vier Schlingen durch. Fünf Luftmaschen. So, einen Umschlag, eine Masche überspringen, in die nächste. Faden holen, die ersten zwei Schlingen durch. Einen Umschlag, in die nächste Masche einstechen, Faden holen, die ersten zwei Schlingen durch. Und nochmal, Umschlag, Faden holen, die ersten zwei Schlingen durch. Vier Schlingen, alle vier durch. Fünf Luftmaschen. So, das Ganze wiederholen wir jetzt stets. Also, eine Masche überspringe ich, einen Umschlag, einstechen, die ersten zwei Schlingen durch. Einen Umschlag, einstechen, Faden holen, die ersten zwei Schlingen durch. Einen Umschlag. So, vier Schlingen, alle vier Schlingen durch. Fünf Luftmaschen. Und so häkeln wir dann weiter. Also jeweils drei zusammengemaschte Stäbchen, dann fünf Luftmaschen, hier unten eine Masche überspringen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Drei Luftmaschen. Hier in die letzte Masche stiche ich ein und häkle ein Stäbchen. So schaut es aus. So, die nächste Reihe beginne ich mit vier Luftmaschen. Wende das Ganze und häkle hier in den ersten Bogen eine feste Masche. Dann fünf Luftmaschen, in den Bogen eine feste Masche. Und das wiederholen wir stets. Fünf Luftmaschen, eine feste Masche. Fünf Luftmaschen, eine feste Masche in den Bogen und so weiter. So schaut es dann aus. So, und am Ende der Reihe häkle ich eine Luftmasche und ein Stäbchen hier zwischen. So schaut es nochmal aus. So, und die nächste Reihe beginne ich mit drei Luftmaschen. Und ein Stäbchen direkt hier in die erste Masche. Also hier direkt ein Stäbchen. Ein Stäbchen häkeln. Jetzt eine Luftmasche. Jetzt in den Bogen häkeln wir drei Stäbchen. Das erste, das zweite und das dritte Stäbchen. Eine Luftmasche, drei Stäbchen in den Bogen, in den nächsten. Eine Luftmasche, drei Stäbchen in den Bogen. So schaut es dann aus. Also wir häkeln in den Bogen drei Stäbchen, dazwischen eine Luftmasche
drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen und so weiter. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier steche ich ein. Da habe ich eine Luftmasche gehäkelt und häkle hier zwei Stäbchen. Das erste und das zweite Stäbchen. So, und so schaut es aus. So, jetzt häkeln wir die Reihe mit den festen Maschen, eine Luftmasche. Ich wende das Ganze und häkle jetzt hier bei dem Stäbchen die erste feste Masche. Und dann weitere feste Maschen häkeln. Also da, wo die Luftmasche ist, ein Stäbchen. Und dann jeweils in jedes Stäbchen auch eine feste Masche häkeln. Dann in die Luftmasche eine feste Masche und jeweils in jedes Stäbchen auch eine feste Masche häkeln. Jetzt bin ich am Ende der Reihe und jetzt häkle ich hier, also hier in die Luftmasche habe ich eine feste Masche gehäkelt. Und jetzt häkle ich nur hier zwischen die letzte feste Masche, sonst haben wir zu viele feste Maschen. So. Und jetzt häkeln wir die Stäbchenreihe, also drei Luftmaschen. Das Ganze wenden und jetzt häkle ich Stäbchen. So, und zwar stiche nicht hier, sondern hier stiche ich ein und häkle das erste Stäbchen. Nicht in die erste feste Masche, sondern hier. Und jetzt häkle ich in jede feste Masche jeweils ein Stäbchen. Und dann weitere Stäbchen häkeln. So schaut es aus. Und jetzt häkeln wir praktisch das Ganze entgegengesetzt. Wir haben jetzt die Stäbchenreihe gehäkelt hier oben. Jetzt häkeln wir das Lochmuster. Also ich beginne mit vier Luftmaschen. Wende das Ganze. Überspringe ein Stäbchen hier in das dritte Stäbchen. 1, 2, 3 häkle ich das erste Stäbchen. Eine Luftmasche. Eine überspringen. Ein Stäbchen häkeln und so weiter. Also das Lochmuster, genauso wie hier. So schaut es aus. Hier zwischen habe ich das letzte Stäbchen gehäkelt. Jetzt häkeln wir schon einfach, wie schaut es hier aus. Jetzt häkeln wir hier die Stäbchenreihe. Also drei Luftmaschen. Einmal wenden. Und das Stäbchen häkeln. Hier ein Stäbchen. Jetzt geht mein Licht aus. Also jeweils ein Stäbchen in jede Masche häkeln. Also Stäbchenreihe haben wir gehäkelt hier und jetzt häkeln wir drei Reihen Lochmuster und dann nochmal Stäbchenreihe. Und das Ganze wiederholen wir dann stets. Also wenn wir dieses Stück hier gehäkelt haben, dann fangen wir wieder mit den festen Maschen und häkeln diesen Abschnitt. Also ich habe jetzt noch einen Abschnitt gehäkelt, so schaut es aus. Ich wende es vielleicht so quer. Also wie gesagt, wir haben hier diese Seite praktisch auf der Seite auch wiederholt. Und dann fangen wir hier mit diesem Abschnitt an, so wie wir das hier gehäkelt haben. Und so häkeln wir das Muster dann weiter. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus. Abonniert meinen Kanal, würde mich auch sehr freuen. Schreibt eure Wünsche auch. Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal.